So, jetzt versuchen wir das mal eben und ich versuche es mal mit dem Kräuerstolz. Während ich mir etwas zu trinken hole. Während er sich etwas. Können Sie sich darum kümmern, während ich. Ja, während ich mir etwas zu trinken hole. Dun, 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 dun. Ja, das, die Folge hat jetzt ein bisschen Überlänge, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Das finde ich gut, finde ich Magst gut. Magst du Überlänge? Ja. Das klingt so falsch. Das ist auch falsch. Ich will nicht mit... Kannst du mich einfach mal in Ruhe lassen? Alter. Ernsthaft? Hals, Maul. Ja, ohne Scheiß. Irgendwo hört es doch mal auf hier. Weil alle keine Freunde haben, mit denen sie reden können. Geldsack sowieso ja, nicht. Deswegen ist auch ein Geldsack geworden. Könnte ich mir sogar vorstellen. So geht es auch 10.000 Bankern. So. Die haben alle keine Freunde. Deswegen sind wir Banker geworden. Nix gegen Banker, die hier zuschauen. Ich glaube zwar nicht, dass hier Banker zuschauen, aber vielleicht schauen hier Banker zu. Das kann gut sein. Heutzutage wird ja hier der dritte Banker. Was ist das? Wenn das damit jetzt funktioniert hätte, dann hätte ich aber gelacht. Was hat er denn da für Spackungen? Ja, so sah das eben auch aus, nur dass ich da hingezogen wurde. Ja! Ja! Es macht in der Tat einen Unterschied, ob ich das mit dem Digi-Kreuz oder mit dem Analog-Stick spiele. Aber das war's doch fast. Ja, das klappt auf jeden Fall gleich. Nee, der jetzt nicht. Aber das hat auf jeden Fall eben schon besser ausgesehen. Nee. Da hast du schon von vornherein gesehen, der war nicht hoch genug. Das sieht so echt ein bisschen spackig aus. Ja, das reicht doch nie im Leben. Nee, du warst eben auch viel höher. Ja, aber wie soll ich denn da höher kommen? Ich verstehe es nicht. Nee, das reicht doch schon wieder nicht. Kannst du denn da länger oben bleiben? Ich wüsste nicht wie. Wenn du jetzt nichts machst, fliegt er trotzdem weg. Oder wie ist das? Kannst du mit Hund? Dem Flug das nochmal versuchen? Kannst du es da nochmal mit versuchen, mit diesem Hechelflug? Jetzt, Hechelflug. Nee. Ich hätte mal den Hechelflug versucht. Ich habe ja gerade gemacht, wie ich den eben gemacht habe, aber was ging nicht? Ach so. Ist das ein Bug oder wie? Ja. Nee. Das sieht geil aus. Das ist herrlich. Herrlich ist er da. Das ist ein herrlicher Bild. Ein bärliches Hild. Nee, ich glaube, so rum klappt das gar nicht. Man singt aber auch nicht langsamer oder so, wenn du den Hechelflug machst, glaube ich. Boah, wenn Sänger dann keine Luft mehr haben, dann schon. Der war auch nicht hoch genug. Das war Schieße. Oh Gott. Was tust du? Ja, so geht's auch nicht schneller. Okay. Der war eigentlich war der gar nicht verkehrt, glaube ich. Der war ziemlich hoch. Hallo, Spyro. Ne, der ist schon wieder nicht hoch genug. Das seh ich schon am Anfang. Oh. Ja, habe ich ja gesagt. Der ist nicht hoch genug. War scheiße. Ja, guck mal, hast du noch ein Erfolgserlebnis. Und jetzt kriegen wir Rick. Haben wir doch gerade. Wenn wir es noch 10 Minuten länger aufnehmen würden, hätte ich noch eine Folge. Aber wir haben das doch gerade gemacht. Hä? Du hättest erst den Auftrag holen müssen. Oder? Echt? Ja. Du hättest ihn erst ansprechen müssen. Das kommt jetzt nur, weil du ihm gesagt hast, wenn wir noch 10 Minuten aufnehmen. Ey, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, du hast ihn nicht angelabert.
Ich musste den vorher doch, ich hab den doch schon mal mit dem gesprochen. Ist der vergesslich oder was? Ja, aber das war aber letztes Mal, als du in der Welt warst. Deswegen. Das hat er sich nicht gemerkt, der Penner. Ey, warum ist der denn manchmal höher und manchmal... Ich verstehe das nicht. Ja, das verstehe ich ja auch nicht, aber es ist tatsächlich so. Das kann man ja schon zusammenschneiden. Warum ist denn der manchmal höher und manchmal nicht, Lieselotte? Erzähl mir das mal. Ja, in deinem Alter, was Dieter, da ist das nicht mehr so einfach. Sieht einfach so geil aus. Das ist Hammer. Aua. Aua. Pass auf dein Gehirn auf. Ja, das sieht locker. Ja, manchmal klappt das direkt, ne? Ich zünde ihn jetzt auch nochmal dreimal an, weil vielleicht hängt er ja extra fest hier und ich muss den irgendwie 10-mal anzünden, bis das irgendwie getriggert wird. Kann ja sein in dem Spiel. Weißt du was, ich speichere das jetzt mal hier. Wobei, es bringt mir ja nichts. Wenn ich wieder lade, dann fange ich ja wieder am Levelanfang an. Egal. Es gibt mir trotzdem ein Gefühl von geschafft. Denk aber dran, dass du das gleich nochmal abspeicherst, nachdem du den Drachen gekriegt hast. Du ja, ich wollte nur eine gewisse Zeit hier oben mal draufstehen, damit er das vielleicht auch mal irgendwie rafft. Ach ja, schön. Vor allem, dass er jetzt alleine runterfliegt, ja. Ne? Pass mal auf, jetzt auf den Drachen. Ganz schön kalt, aber du hast meinen Drachen gerettet. Dankeschön. Sieh mal, sagte er, ja. Ja, bitte. Aus dem Baum kam, als du meinen Drachen runtergeholt hast. Eine Babylibelle. Ah ja. Das ist übrigens so Drachenslang, sich einen Drachen runterholen. Ja, also ich hab's einen Drachen runtergeholt. Der da rumspraddelt, irgendwie komisch. Wie eine Quaddel. Du hast Mondlicht gefangen. Ja, natürlich. Warum spraddelt er so rum, der Drache? Das macht mir Angst. Alle Libellen! Buddy Ellen. Das Buddy. Ist doch geil. Hier, guck mal, geschafft. Wenn ich jetzt hier reinfliege, komme ich da automatisch nach links. Wieder rüber. Zu Geld sagt, das meinte ich wohl. Und ich habe erst gedacht, ich muss da oben auf so ein Dach drauf und von da irgendwie an so einen Drachen rankommen. Weil das von der Höhe ja halt einfassten wäre. Ja. Ja. Ist richtig. Das ist richtig. Wo will ich eigentlich hin? Nur nach Hause. Zur Feier des Tages. Obwohl, wir gehen Hause. aus dem ja, so viel Zeit haben wir. Aus dem Tor raus jetzt. Aus dem Tor aus? Tor aus. Wie hast du eigentlich den die Schmach gegen Mönchengladbach verkraftet? Gar nicht. Hast du es erwartet? Das ist... Nee. Ja, nö. So schlimm. Weil du hattest ja das letzte Mal, glaube ich, als wir drüber gesprochen hatten, meintest du ja auch schon irgendwie, dass sie... ja, ich hätte unentschieden. Dass die momentan nicht so gut drauf sind, die Bremer. Ne, da meinte ich gerade die Gladbacher eigentlich. Die Bremer sind ja eigentlich bis dahin ganz gut drauf gewesen. Ja. Bis dahin. Was ist denn in dem Spiel schiefgegangen? Alles. Aber warum? Ja, hatten die Abwehr war scheiße. Oder was ist da los? Ich weiß nicht, zwei neue in der Abwehr drin und irgendwie hat das wohl nicht so geklappt, wie das sollte. Ich jage Sparks. Geil. Kann man mal machen. Gehen wir mal weiter. Ah, ich wechsle wieder auf meinen Elektroatem. Der gefällt mir doch ein bisschen besser. Ach ja, genau. Vor den einzigen Dingen. Jetzt haben wir hier zur Fallout. Fallout? Der ruft ihn jetzt noch bei uns an. Das Telefon hat geklingelt. Ich bin's nicht. Ja, du darfst auch gerne mal wiederkommen. Danke, danke. Bestimmt. Ich frag mich nochmal, aber ich möchte bestimmt auch mal wiederkommen. Ich frag mich ja auch vieles. Ich habe ja für den letzten Aufenthalt noch keine Rechnung bekommen. Kannst du ja mit den neuen Rechnungen dann bekommen, mal gucken. Ja, das ist gut. Ich krieg gleich doppelt abgerechnet, das ist besser, ja. Oh, nicht? Doppelt hält besser. Kannst du es auch von der Steuer absetzen, oder wie ist das? Nee.
Das war ja kein Betriebsessen. Außerdem bin ich ja nicht selbstständig. Könntest du doch ein Mann Unternehmen. Ja. Selbstständiger Steuerfachangestellter. Ja. Gibt ja so Subunternehmen. Kannst ja mit deinem Chef vielleicht vereinbaren. Das wäre doch steuerlich bestimmt von Vorteil, oder nicht? Oder eher nicht? Ich glaube, da müsstest du dann sogar mehr zahlen. Als ich kann jetzt noch nicht sagen. Nee. Nee. Der guckt wieder so kacke. Und du magst das Lämpchen. Ja, ich mag den Himmel auch voll gerade. Ist voll schön. Ich möchte das Lämpchen gerne haben. Scholfe. Mhm. Ah, die Augen spatteln nicht so rum diesmal. Der schielt manchmal. Muss man drauf achten. Die Pupillen gehen beide so in der Mitte. Ja, ich sehe das wohl. Kannst du das gut sehen durch die Kamera? Ich sehe das ziemlich klar. Wir haben ja noch so 4 Minuten oder was bis zum Ende der Folge. Kann ich dir vielleicht mal kurz so ein bisschen behind the scenes hier mäßig erzählen, wie ich das aufnehme. Also wie gesagt, mit der Elgato Game Catcher HD Card, die wird halt an die PlayStation 2 angeschlossen. Über Composite habe ich das jetzt hier. Und dann läuft es quasi, wird es über HDMI an einen Bildschirm ausgegeben. Und an dem anderen Bildschirm habe ich halt quasi den PC gerade aktiv als Kanal. Und dort sehe ich dann meine Audiospur, die ich hier aufnehme. Und das Game Capture HD-Programm auch von der Elgato Software, mit der ich dann aufnehme. Und ansonsten, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ist halt ein bisschen ungewohnt. Also, aber ist eigentlich ganz nice. Ja, für mich ist es halt normal. Du hast ja auch 10.000 Spiele schon mit aufgenommen auf die Art und Weise. Nein, den ganzen Film nicht, aber bestimmt. Ja, mindestens. Ja, und der Alex sieht das hier, also wir skypen gerade quasi, und der Alex sieht das über eine Webcam, die ich vor diesem Bildschirm hier aufgebaut habe. Da müsst ihr jetzt meine Hand sehen. Genau. Ja, Teile davon. Und die ist auf den Bildschirm gerichtet, auf dem das Spiel quasi läuft, und daher kann er das sehen über Skype, über die Bildschirmübertragung. Wenn man sowas macht... Aber... Ja, ich kann nichts hören. Er kann nichts hören. Das ist eigentlich immer so, wenn wir... Gleite ruhig mal an der Kante entlang. Das ist eigentlich immer so, wenn wir, oder generell, wenn man Gast-Kommentator-Sessions aufnimmt, egal wie man die aufnimmt, ob jetzt mit der Elgato oder über einen PC, mit einem PC-Spiel, dann hat man meistens verschiedene Audiokanäle quasi. Also ich habe zum Beispiel Alex jetzt auf den Kopfhörern, und das Spiel habe ich aber quasi über die Lautsprecher laufen. Ganz, ganz leise, damit das nicht mit aufgenommen wird möglichst. Das hat den Vorteil, dass ich Alex dann auf einem anderen Kanal zum Beispiel habe und dadurch Alex mit der Spielaufnahme nicht mit aufgenommen wird. Das wäre zum Beispiel vor allem für Fraps-Aufnahmen gar nicht mal so unwichtig. Das wiederum hat den Vorteil, wenn ich das hinterher als Video dann zusammenschneiden möchte, dann kann ich zum Beispiel die Tonspur von meinem Kommentar oder auch von Alex' Kommentar lautstärketechnisch noch ein bisschen besser angleichen, als wenn ich das alles nur in einer einzigen Datei hätte. Weil dann kann ich ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr angleichen. Wenn Alex dann zu leise irgendwie geraten ist und das Spiel ist voll laut, dann kann ich halt nichts mehr machen, wenn ich nur eine Datei habe. Beziehungsweise nur sehr wenig. Richtig. Mit Kompressoren könnte man eventuell was machen. Aber das klingt dann auch ziemlich scheiße. Mhm. Und ja, das ist so im Prinzip... So ein bisschen Hintergrundgefuselei. Gefuselei, ja. Ja, du kannst ja mal so ein kleines Stotter. Kannst ja mal so ein kleines Fazit ziehen, wenn du möchtest, der heutigen Session. Was haben wir denn so geschafft? Einiges. Das ist ein gutes Fazit, also dankeschön. Nein, wir sind ja auch an einigen Stellen hängen geblieben, aber es war immer sehr lustig. Und du hast ja mal die eine Welt komplett geschafft. Ja. Also, ja, was heißt Welt? Also, ja, doch, war eine Welt, ne? Das zweite, ja doch. Du warst schon eine Welt. Und das war schon eine Welt, ja. Und nee, das war auf jeden Fall sehr lustig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich freue mich auf die nächsten Parts. Bin gespannt, wie lange du für dieses Spiel brauchen wirst. Ich fand das ziemlich cool. Also mein Highlight war auf jeden Fall, obwohl ich halt lange dafür gebraucht habe, diese eine Aufgabe bei diesen Bauern, wo ich diese Elektrostäbe quasi aktivieren musste, die fand ich sehr, sehr geil. Also weil man da so ein bisschen rumtaktieren muss, was der schnellste Weg ist und wo man noch abkürzen kann und alles. Und was das könnt ihr mir glauben, was bei dieser Engine, die halt für die PlayStation 2 hier dazu führt, dass Spyro und das Spiel generell sehr langsam ist, das ist schon gar nicht mal so einfach dann. Aber auf jeden Fall, das fand ich gut. Und was ich auch ganz geil fand, ist, dass wir in diesem Nachtlevel, nenne ich es mal, wo wir vorhin noch waren, dass wir da so ein bisschen über so ein paar Sachen philosophiert haben. Eigentlich ganz stumpf, aber das war geil. Hat Spaß gemacht. Ja. Das würde ich mir im Nachhinein nochmal anhören. Das war sehr, sehr geil. Übrigens,
die Folge ist jetzt vorbei und ich möchte zum Ende der Folge nochmal was ganz Wichtiges sagen, was sonst irgendwie, wenn ich das nicht sagen würde, dann wäre es auch irgendwie blöd. Steffi, damit sie sich auch diese Folge angucken muss. ich habe sie erwähnt. Liebe Grüße an dich, Steffi. Sehr schön. Auf jeden Fall. Und wehe, du guckst dir die Folge nicht an. Ja? Du kannst ihr das ja auch nochmal sagen. Wir haben sie in die... Sag ihr einfach mal bitte, wir haben sie in jeder Folge erwähnt. Ich glaube, in jeder haben wir es nicht geschafft. Ja, fast aber, jeder. Ja. Ich glaube, in einer oder so haben wir es nicht gemacht. Okay. Ja, ich sag's ihr. Ja, ja. Wir meinen es ja nur lieb. Ja, natürlich. Ja, das wäre ja auch schlimm, wenn das jetzt böse machen würde. Ich meine eigentlich überhaupt irgendwann mal was böse machen. Du doch nicht. Höchstens so ganz blöden Leuten, die irgendwie, weiß ich nicht, so mit... Ich zum Beispiel. Nee, so, nee, du nicht. Du fängst ja nicht mit V an. Aber so, nee, zu anderen... Also ich sag mal, bei anderen Leuten ist das halt wieder was anderes, sag ich mal. Also da ist es halt so eine Sache. ne? Ja, ja. Und Sparks flattert hier gerade hinterher. Upp. Das sah gerade ein bisschen sprallig aus, wie er da auf der Stelle schwebte. Aber das sieht immer ein bisschen sprallig aus. Und jetzt machen wir mal den... Auf der Schwelle steht. Ist auch interessant. Wir können ja immer noch den Kopfstoß. Wir mussten den aber bisher noch nirgendwo einsetzen. Ich bin mal gespannt, wo der noch zum Tragen kommt. Nee. So, mit diesem glorreichen Abschiedswort von Alex speichern wir mal zusammen ab. Da muss ich immer dran denken, dass ich das mit euch zusammen mache. Sonst habe ich immer Schiss, dass ich das am Ende einer Aufnahme vergesse. Das wäre dann echt blöd. Dann kannst du es aber schön kontrollieren, ob du es auch gemacht hast im Video. Guck mal, da hinten fliegt wieder so ein komische, so eine Bolle daher. Was, wo du sagst, Bolle? Das wäre eine Rippe. Ja. Vor allem die. Das warum ist, warum ist die denn schon gebraten? Weil du es doch abgefackelt hast. Ja, aber die ist doch nicht so instant gebraten sofort. Außerdem ist sie ja im Schaf drin gewesen. Ich habe ja das Schaf von außen abgefackelt quasi. Und wo sind die ganzen anderen Organe hin? Vielleicht wollten sie für so ein Kinderspiel nicht so eine verkohlte Schafsleiche darstellen. Ja, dann lieber irgendeine Rippe, die rausgerissen wurde und noch rumspraddelt. Ja. Genau, das ist dann viel besser für die Kinder. Ja, auf jeden Fall, das und mehr werden wir auch in den nächsten Folgen von Spyro Enter the Dragonfly, betritt den Drachenflug, erörtern. Ich liebe diesen Namen nicht. Auf jeden Fall, ja, danke wieder fürs Zusehen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und auch ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wieder. Und ich, ich freue mich immer, wenn ich dabei sein darf. Ja, danke. Ich finde das so geil, wie der Kopf so nach vorne geht, wie bei so einer Taube, wenn er in der Luft ist. So, wupp. Ja, that was she said. Wupp. Wupp. Sieht geil aus. Ja, danke fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst es uns wieder gerne wissen. Würde du uns freuen, Alter. Wie? Richtig. Und ja, ich freue mich schon. Ja, schönen Abend, danke, dass du dabei warst. Und vielleicht gibt es in der nächsten Session dann auch schon einen neuen Gastkommentator oder so. Mal gucken. Ja, den Dönes. Ich will noch nichts versprechen. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ob der Dönes Zeit und Lust hat und so. Ja, Lust hat er bestimmt. Ja, das denke ich auch. Aber ich beim könnte es eher an der Zeit vielleicht ein bisschen hapern. Das ist ja halt sehr beschäftigt momentan. Ja, aber es ist besser geworden. Das stimmt, ja. Hast du ihm eigentlich zum Geburtstag gratuliert? Ja, im Kommentar irgendwo, in irgendeinem Part, Aber nicht per SMS oder so. Vergessen habe ich es nicht, aber so. Jo. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Spyro 4 Enter the Dragonfly. Und tschüss! Tschüss!